Moin Leute, was geht bei euch? Tommy D zusammen mit JR am Start, der nie was sagt. Hallo. Und wir machen weiter mit Jedi Fallen Order. Wir haben endlich den Doppelsprung gelernt, beziehungsweise den Jedi-Salto. Doppelsprung ist das nur für Weicheilen. Und JR ist am Pad und er hat Spaß mit Schwingen. Nice. Du wolltest genau gucken, ob du immer noch woanders. Es geht schon wieder los. Ich kann schon mal loslaufen, bevor ich die Liane angepackt habe. Das ist wie wenn du Bungee-Seil springst, ohne den Bungee-Seil zu haben. Was ist hier eigentlich los? Können wir da links irgendwie hoch? Guck mal links bitte. Das andere links. Und da wäre Do Doppelsprung übrigens gut Ach ja, gewesen. stimmt, Doppelsprung. Jedi-Salto. Ich meine, du kannst uns gleich nochmal aufladen gehen, wenn du uns. So. Ich merke schon, das wird gut heute. Jetzt mit Schwung. Einmal zurück. Guckt super hoch. Und jetzt. Seh Haha. dich um, seh dich um, seh dich um. Oh, nix. Gut. Nichts verloren hier. Da-da-da-da. Nichts Wow. verloren, außer, ja, was sagen wir dazu? Ein Drittel Leben. Ein Drittel Leben. Alter, das Mana. Verletzt. Können wir ihm helfen? Was sah das? Links kannst du anklicken. Danke. Danke. Das habe ich hier so nicht gesehen. Maximale Macht erhöht. Deswegen hat es unten geleuchtet. Lass ihn. Jetzt begreifen. Denk dran, wenn du mittendrin Viereck gedrückt hältst, dann macht er den Move auf den anderen. Und heilen. Ich brauche Hilfe. Oh. Wieder normal. Kannst du da rüber gucken? Worüber? Über alles. Vorhin warst du zwischenzeitlich mal so auf Erkundungstour und jetzt so hast du es wieder abgestellt. Ich wurde gerade von drei Tieren angegriffen. Auf Erkundungstour bedeutet nicht, dass du den Weg, den du dorthin gelaufen bist, einfach nochmal zurückgehst, sondern wirst du vielleicht an die Kanten und Ecken gehst. Ja, hab ich doch gerade gemacht, du voll. Nee, hast du gar nicht. Du bist einfach nur zurückgelaufen. Hab ich gar nicht, hab ich gar nicht. Stimmt nicht. So, dann geh mal an die Liane. Spring einfach ran. Danke. Ich glaube, du musst hoch. Ich sag dir, das wird gut. Alter. Wo Boom. weiß ich? Guck mal, das ist auch wieder so ein Affe, der wegrennt. Da ist was. Und da oben ist auch was. Hast du gesehen? Da müssen wir hinspringen. Also jetzt hier rechts rüber. Kannst du schwingen eigentlich? Nee, kannst du nur springen? Ey, immer nicht gestorben. Das war doch voll zu sehen. Ich spring fast wieder nicht auf. Du hast es echt drauf, Patrick. Hallo? Also, man sieht, da war es ein Echo und da ist eine Kiste und wahrscheinlich mit den Knubbels musst du sie auslösen. Aber ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster legen. Und jetzt gehst du einfach rechts rum. Gehst einmal zurück und sammelst den ganzen Shit ein. Wenn wir einen Jedi-Skin fürs Schwert finden, der Disziplin und Fitness, Willst du nachsehen? ist dann nehmen wir den. Zeig mal, was du gefunden hast. Dass wir das nur wegen dem Bier saufen tun. In Wahrheit tun wir das nämlich wegen der Disziplin und der Fitness. Es ist von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Test. Ach so, und jetzt muss er mit hat er seinen Gürtel dort gelassen und jetzt muss er mit schlabbernder Hose zurücklaufen. Die haben selten diese Wookies. Ich glaube, wir haben alles. Also wieder da drauf oder was? Nein! Da, Liane und so.
Und wo muss ich damit hin? Ich denke mal da hinten ran. Oh, kannst du, versuchst du... Na, okay, dann nicht. Jetzt musst du hier halt... Spring mal hier drauf, wo er jetzt gleich ankommt. Wie muss ich denn dann springen, wenn ich es nicht... Weiß ich nicht, aber da waren auf jeden Fall auch eine Kisten auf der Seite. Nee, geh, also da hier links auf diese... Ja, warte. Nicht auf diese Plattform, da runter. Guck schon wieder da so gierig hin. Alles leuchtet hier. So, da musst du drauf. Da ist auch eine Kiste. Ja, warte, ich warte, bis der Baum und Salami. Und jetzt. Wie denn dann? Ja, weiß ich nicht. Einfach mal probieren. Vielleicht da auf das Mittelding da springen. Das kann doch nicht. Da, dieser kleine Vorsprung. Ich glaube, der wird sein. Hast du noch Glück? Nur Glück. Genau, jedes Mal. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was ist das, BD? Und da rechts leuchtet auch noch irgendwas, wenn du mal in den Abhang guckst. Irgendwie links jetzt. Kamera schwenken. So, dass man auch reingucken kann und nicht nur Cats Körper sieht. Ein Stück wieder hoch. Da leuchtet doch gerade irgendwas. Ach nur, das ist so unser Punkt unten. Okay. Da ist ein Affe. Können wir den scannen? Irgendwas findet man immer. Du hast ihm gerade den Rücken rasiert. Oh. Ja, also den scheint es ja aber nicht zu kümmern. Kannst du hier links noch weiter hochgehen? Oder? Mal drauf, Baller, was passiert da? Weiß ich nicht. Ich hab dir noch nicht den Rücken rasiert. Das sah aber gerade so aus. Obwohl, nee, doch. Anscheinend nicht. Geh mal weiter geradeaus hoch. Ich hab. Hallo, ich hab. Sonst könnt ihr doch nicht so entspannt sitzen. Ja, mach ruhig weiter. Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Dann müssen wir jetzt wohl wieder auf den Degen. Jetzt nach oben, oder was? Ja. Wo haben wir den Affen gescannt? Doppelt sinnvoll. Was für eine Taste drückst du denn? L2, klettern! Irgendwie erscheint ja nicht. Wie wär's, wenn du einen Doppelsprung machst und dann klettern drückst? Das halte ich für ein Gerücht. Es ist ein Gag. Es stand halt noch nicht Kletter da, deswegen darfst du nicht drücken. Richtig. So funktioniert dieses Spiel. Meinst du, dass es links irgendwo noch was gibt? Nee, ne? Sieht so aus. Nee, da sitzt nur der Affe. Hallo, der Affe. Ich bin nicht da besiegt. Ich muss einen Clone kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben. Hat es Bedeutung? Warum gibt's hier die zwei Balls an der Seite? Weiß keiner, ne? Wohin muss ich schwingen? Keine Ahnung, geradeaus. Da, die andere Liane. Da hinten leuchtet jetzt ganz viel. Für die Sache! Das war schon Kunst. Hey. Ja, wie wär's, wenn du gerade den Mittelpunkt überschritten hast? Dann springe ich runter. Ich sehe es gar nicht mehr, aber ich habe mich noch gehalten. Passt doch alles. So. Oh, es ist ein Kreis. Ja, komm, ich ruh mich mal aus. Waren ja keine Gegner. Okay, da muss ich wahrscheinlich. Hä? Guck mal die Karte bitte an. Gut. Da ist schon richtig. Geht nur da lang. Ich glaube, du musst immer mit dem Doppelsprung arbeiten. Hm.
Hier, wer mich auslacht, kann sie auch selber machen. Mach doch besser, wenn du so super schlau bist. Was? Selber geht, dass du super schlau bist. So, der feine Eddie ist jetzt mal hinten rum. Er könnte der letzte seiner Art sein. Der letzte Chico-Vogel, auch wieder mit 3Y. Ich hole mir erstmal wieder Leben wieder. Du hast das jetzt so kläglich verloren. So, testen wir, wie das geht. Unverschämtes Glück. Ah, da habe ich, den Sprung, hätte ich den Doppelsprung fast verkackt. Le Vogel! Jetzt muss ich einfach zu dir rüberspringen. Alles klar. Wuhu! Komm her, mein Vogelfreund. Und ich säbel dir ins Gesicht. Er will helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Hm, das hätte man ohne eine Diagnose aber nicht gewusst. Das Schiff der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Alter, jetzt setzt er den armen Vogel auch unter Drogen. Und zeigt uns erstmal, dass da hinten noch ein Dings ist. Wow. Dankeschön, mein Vogelfreund. Ja. Es war das Mindeste. Ist jetzt auch genauso groß, dass du auf jeden Fall ein Salto machen musst. Ja. Hierüber bewegen. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was ist es, BD? Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Wo geht's jetzt lang? Ja, danke Cordova für diese Riesenmitteilung. Du hättest doch einfach Optionen strecken können. Ach, der Vogel. Da, 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 da. Jetzt sind wir mit ihm auf Augenhöhe. Nimmst du uns mit? Fuhu! So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Das ist Seidenschnau. Hä? Gefangener von Azkaban. Ach Theo, du meinst den Hypogreif? Und jetzt. Hauptgelasert, das gab EP. Ich muss das einfach tun. Nein. Nein, mach mal nicht. Das ist ein Schiff. Wir haben ihn erst geheilt, weil jetzt blöd, wenn wir wieder verletzt. Echt mal, wir haben ihn sogar einen Stint von uns gehen. Ja, wir haben einen Stint verschwendet. Gut, dass er wusste, wo wir hinwollen. Muss ich jetzt laufen, oder? Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dankeschön. Was gefunden? Ja, zeig mal. Reicht. Ach so. Nee, das lass mal so. Ach, hier war eine Werkbank oder was? Nee. Wir haben nur eine Hülse gekriegt?
Und jetzt nicht irgendwie ein Upgrade für uns oder für ihn? Das ist ja schade. Vielleicht hast du jetzt ja 50 cm mehr. Das ist wirklich... Ja, geradeaus. Hier eine Werkbank hinzustellen. Und du kannst einfach nichts daran machen. Ich meine, ja, wir haben jetzt jede Menge neue Lichter. Ich habe gerade stand da hier, du hast... Suchst du was? Das ist ein Windspiel. Scan SPD. Solokon. Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Dathomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab... Da vorne. Meditation. Alles klar? So, ich guck noch mal kurz. Ach, hier sind wir schon, ja? Was müssen wir jetzt gucken? Klettere auf den Ursprungsbaum. Ich geh mal eben erst. So, da, gut. Dann hole ich mir jetzt da den Save-Punkt her. Drück. Gab's jetzt überhaupt EP für das Ganze? Irgendwie? Nee. Ja, danke. Wofür denn? Du hast ja. Gut. Komm, hey, BD hat eine Kiste gefunden. Hier, halte deine Hand in was auf dem Boden. Hier, ein Jedi-Gürtel. Hi, Vogel. Niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Diesmal wird sich kein Zug retten. Macht dir das etwa keinen Spaß? Hey, du schubst. Komm wieder her! Und... Ist nicht mal durch die Haut gegangen. So, ist er gleich weg, sein Mana. Ach Gott, ja, ist ja gut. Brauche Unterstützung! Ups.
du deinen Treffer einstecken? Ach Gott, ja komm, ist ja gut. Was ist los? Hast du Selbstzweifel? Ja, mittendrin eine rote Attacke machen ist auch gar nicht so nice. Der hat dir auf jeden Fall wehgetan, gut. Ja, das war knapp. Kämpfen wir oder was? Ja, ha, ist ja gut. Es ist vorbei. Daran siehst du, dass das ein Jedi-Move war, weil er ihm die Hand abgehackt hat. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen sie wie den Rest von uns. Ist das Song? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Ich hab nur geschubst, ich war ganz lieb. Ja. Das war das Ende eines Inquisitors. Hey! Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Oh yeah. Hast gesehen, wie ich die verprügelt habe? Die hat ja keine Schnitte gesehen. Also zwei Stims habe ich gebraucht, aber... Ja, da waren ja aber immer die gleichen. Die kamen ja aber von weiter weg. Ja, die kannst du dann echt gut auskontern. Aber das mittendrin in roten zu machen, ist auch gar nicht so nice. Also in der Combo so. Block, Block, kannst nicht blocken. Block, Block, kannst nicht blocken. Das ist auch irgendwie, ja, schwierig. Was nu? Schwarzes Bild. Rote Energie! Und dann ist er aufsmehrt. Neunte Schwester besiegt. Gerade. Mehrere Einträge. Finde das Astrium auf Datumir. Den Holotisch auf der Mantis benutzen. So. Müssen geradeaus. Du meinst dahin? Jo. Dahin, wo wir noch nicht tauchen konnten. Pede. Achso, falsche Taste. Erstmal heilen. Oh, es gab sogar. Oh, den zweiten Punkt, den müssen wir uns hier eben noch holen. Gab's hier Gegner? Weißt du was? Nein, hier gab's keine. Gegner! Nein, hier gab's echt keine. Das war alles ich woanders. Ich glaub dir das doch. Keller! Das ist ein Lied für meinen besten Freund und ich werde Keller! Oh, da ist noch eine Kiste, schön. Ah, scannen. Das gibt es, Level Up. Hey, spring hoch, scannen. Ich weiß nicht, was er scannt, aber ist mir auch egal. Seitan. Oh, cool, doch nicht. Panzerdruide der Handelsallianz. Keller! Eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Mach Keller. Mir. Keller! Keller! Das ist genau so, was SpongeBob ist. Einfach nur anstrengend. Aber schön auch dieses Alkoholverherrlichende. Ich weiß, was dich aufbaut, Patrick. SpongeBob. Das war doch im Dingsfilm, ne? Im ersten Film, ja. Im ersten SpongeBob-Film. Okay, soll ich kann nicht verstehen. Ich habe keine Lust auf Fan. Hier, dein doppelter Eisbecher. Hä, sind wir jetzt nicht richtig? Mach doch einfach die Karte. Du musst irgendwo... Ja.
Ich weiß, ich wurde doch hier angezeigt. Ach so, ah, wir müssen doch wieder hochradeln. Ja, Denkfehler, dafür habe ich eine Kiste gefunden. Ich bin geschwommen, Ich wusste nämlich nicht, wo du hin wolltest. Ja, ich dachte, ich muss da runter durchschwimmen, weil ich doch hier schwimmen neu gelernt habe. Nein. Ja, da eben nicht. Ich brauch den Doppelsprung. Ich springe zwar nur 50 cm hoch, aber. Ach so. Wahrscheinlich brauche ich den Doppelsprung, um jetzt da hochzukommen. Kann ich auch abspringen? Ja, ist okay. Ich wollte auch nur gucken. Stell mich jetzt nicht immer als Trottel da. Bloß weil ich mal was austeste. Ein fürs Team. Arbeit weiterdeckt. Ich werde tun, was ich kann. Sturmtruppler am Boden. Hier kann. Geht doch. Ah, wunderbar. Wunderbar. Nein, bitte lass sie doch. Gesehen, wie viel EP das gebracht hat. Viel mehr als die letzten 7 Dinger, die wir gedingenst haben. Los, holt ihn auf. Ich wollte dieses Anspringen machen, weißt du, hier dieses Andashen und dann springen, aber hat wohl nicht geklappt. Weißt du, hier laufen und dann so. Aber er kriegt es irgendwie. Guck mal, jetzt habe ich so viele EP mit 3 Gegnern gemacht. Was ist das denn hier? Oh, guck mal, da hinten leuchtet es ganz toll. Da müssen wir hin. Das ist ein verkackter Dingspunkt, ein Speicherpunkt. Nein, das ist es nicht. Ja, komm, mach was du willst. Komm, wegen dem verlierst du oder legst dich drauf auf. Schmeiß ihn weg. Kann ich auch eine lustige Idee haben. Genau so. Achso, hier war doch der Fahrstuhl, mit dem man hochkommt, oder? Ja. Nehmen wir doch den Fahrstuhl. Das ist er auch schon. Siehst du, hat doch nur eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir hingehochkommen. Jetzt geht erstmal gleich wieder das Spiel in die Knie, weil es laden muss. Ich suche auch noch jemanden, der mit mir Divinity Originals hinspielt. Das ist ein sehr spezielles Kampfsystem. Deine Begeisterung, du hast ja fast deine Faust gegessen beim Gehen. Ich habe nichts gegeben, ich habe mich aufgeregt, weil hier mit diesem Kampfsystem. Da drüben ist etwas. Ich muss mich nur konzentrieren. Da hinten. Meinst du? Wo läufst du denn jetzt? Wir müssen noch bis da. Ich wollte auch eben mal den groben Weg angucken. Nein, darfst du nicht. Da konnte ich jetzt nichts für. Aber du hast sie trotzdem umgebracht. Wenn ich schon sterbe, nehme ich dich mit. Und hier irgendwo die Schnur? Anders. Spring da runter. Doppelsprung. Ah, genau. Und jetzt da vorne ist der. Aha, das ist Popmusik. Erstmal ins Stehen. Würdest du mir einen Stimm zuwerfen? Das kam ein bisschen später. Jetzt geht's ab zu Datumir. Na, jetzt geht's erstmal ab in die Ladesequenz. Und ich habe schon hier auf besseren Shit gestellt, ne? Also ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ich habe schon auf bessere AA gestellt.
und trotzdem nix. Geradeaus. Geradeaus. Vielleicht so. Da ist er immer noch. Genauso fertig, wie du mich beim Spielen fertig machst. Du machst mich fertig, SpongeBob. Total fertig. Schlimm. Wir sind schon sehr alt und reden über SpongeBob. Oh, hoffentlich kommt gleich noch so ein Bossfight. Ich bin gerade auf so einem Hoch, weil ich die 9. Schwester besiegt habe. Was mit der ersten Schwester? Wir kennen nur die 2. und die 9. Ja, dann gibt's auf jeden Fall mindestens 9. Weil es macht keinen Sinn, ich bin die 9. Wir haben auch nur 7. Vor allem jetzt sind wir wirklich, naja, egal. Hey Dudes! Ich hab den Doppelsprung gelernt, guck mal! Kommt jetzt hier noch eine geile Sequenz? Ja. Hey, ich hab Spiegel mit Brötchen gemacht. Cordova Club, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die 9. Schwester ist besiegt. Alter, wie viel Salz haut er sich aus seinem Ding drauf? Das ist Oregano. Und Oregano kann man so viel drauf hauen wie geht. Dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Ein bisschen pfeffer. Aber am Ende zerbrach ich. Und lieferte ihnen Schüler. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also. Die 9. Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie. Seid aber nicht beigetreten. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Was jetzt? Sirs Vergangenheit. Zwei neue Pflanzen! Neue Plastik! So, ja. Bogano. Nee, da waren wir ja schon. Wir können jetzt tauchen, Mann. Ist das geil? Oder ist das geil? Boots! Fähigkeitenbaum. 2 Stück haben wir. Welchen nehmen wir? Maximal Life. Was ist das? Präzisionsausweichen. Wollen wir das nehmen? Nee, das nutzen wir nicht. Präzisionsblock. Was war das? Kerls Macht erhöhen. Yeah. Oder, ja, komm, Kerls Macht erhöhen. Wir haben immer Machtprobleme. Maximale Macht erhöht. Macht ist nie verkehrt. Ja, bald muss hier irgendwann nochmal voll sein da unten. Dann gehen. Guck mal hier, bis zum Speicherlogo muss der Machtbalken gehen. Guck mal hier, was wir jetzt hier alles neu haben. Unser Schwert sieht aber schon echt schön aus. Nee. Aber können wir Farben ändern? Nee, haben wir noch keine. Sender. Cordova kennen wir schon. Leidenschaft und Stärke. Das ist irgendwie unspektakulär. Was haben wir noch? Frieden und Gerechtigkeit. Ach. Premium-Inhalt. Ja, da kann ich mich nicht gegen wehren. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe das normale Spiel gekauft. Achso, Pflicht und Entschlossenheit 1 und 2. Mit Plaste drum oder mit ohne Plaste drum. Leidenschaft und Stärke. Und, warte, Leidenschaft und Stärke mit Gummiband. Nee, oh, guck, der ist so schön. Wollen wir Leidenschaft und Stärke nehmen? Das ist wieder so typisches bei dir. Ich möchte Charakter gerne ummodeln. Das dauert aber so lange und es bringt effektiv nichts und es verschwendet nur unser Geld und unsere Nerven. Das ist mir egal. Ich spiele hier ein bisschen rum. Warte mal, gib mir eine Stunde, dann bin ich wieder da.
Komm, wir haben auch neues Material. Hier, guck, von ja. Bronze. Ich dachte doch. Der, nachher wird das gar nicht mehr Lichtschwert da gesehen, sondern so ein Stück Holz. Voll gut, oder? Hä, was hat er denn da für ein Stück Holz? Oh mein Gott, es ist ein Jedi-Schwert. Aus Holz. Durastahl. Donium. Ja, irgendwie ist das alles ziemlich willkürlich und nichtssagend. Ja, lassen wir das Schwert so. Danke. Es gibt Disziplin und Fitness. Wenn wir das finden, dann nehmen wir das. Guck hier, jetzt haben wir jede Menge Ponchos neu. Wir haben hier... Wir ziehen keinen Poncho. Wir hatten doch hier... Vielleicht kann man damit irgendwie länger schweben oder so. Freies Kajik. Oh, hier, das ist... Braka Schrottsander. Outfit. Du bist einer der wenigen Leute. Oh, Pilot, Alter, wir sind hier von Bob Fraser. Monteurscrew, Wächter, Pfadfinder oder Pilot. Sondern BD1 hat keinen neuen Skin gekriegt, oder? Doch, hier das Grüne. Das ist irgendwie alles so Müll. Es ist überhaupt nicht wichtig, nichts davon. Ja, ach was, warum willst du das die ganze Zeit auch ändern? Das bringt doch nichts effektiv. Wenn das so verschiedene Werte erhöhen würde oder mehr Mana oder weniger Stärke oder Geschicklichkeit oder Luft oder sonst irgendwas. So. Nein, einfach nein. Imperiale Sturmtruppler haben hier alles abgesucht. Das Imperium macht da weiter, wo es Poor-Source Truppen aufgehört hat. Hoffentlich haben es alle geschafft. Die meisten sicher. Sie sind schlau. Ich verstehe zwar Source Ziele nicht, aber hier hat er dem Imperium schwer geschadet. Die Operation läuft langsamer. Ausbremsen ist eine Sache, aber wir werden sie endgültig stoppen. Was hoffentlich hast du recht. Was ist los? Texas Chainsaw Massacre. Es ist Jigsaw. Möchtest du ein Spiel? Ich dachte, wir hätten ihr gesiegt. Im Moment sieht es nicht so aus. Und trotzdem hast du Leben gerettet. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Das weißt du sicher noch aus deiner Zeit in den Klonkriegen. Möglich. Vielleicht war es auch keine gute Idee. Saw ist weg. Imperium wieder da. Saw wusste vielleicht, was er erreichen konnte und was nicht. Er kämpfte schon lange gegen das Imperium. Schwer zu sagen, was wir erreicht haben. Die Reihen sind zerstört. Die Wookies sind frei. Better Call Saw. Er gab sein Bestes und verschwand, als er mit seiner Kraft am Ende war, um später weiterzukämpfen. Wir müssen mehr tun. Wir versuchen es, Claire. Irgendwie ist das alles, also das, was die hier an Infos zu Dingen haben, ist nutzlos. So. Beim nächsten Mal, würde ich sagen, weil wir schon sehr zeitlich relativ fortgeschritten sind. Datomir, ne? Nee. Doch, ja. Datomir. Alter Schwede. Ach, guck mal hier, haben wir erst 6 Ton. Da haben wir... Wow, guck mal hier. Oh, wir haben hier fast alle Ton gefunden und alle Geheimnisse. Die eine Truhe, wo wir schlittern mussten und es nicht gesehen haben. Ja, machen wir im nächsten Plan. Machen wir beim nächsten Mal. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo oder Like da. Freuen wir uns immer sehr drüber. Dann empfehlt uns gerne weiter euren Freunden, Verwandten und Lieben. Warum sagst du das eigentlich immer in einer Silbe? Warum nicht? Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.